Mein Name ist Michael Botwer, ich leite die Werkstatt für Serigraphie bzw. Siebdruck. Serigraphie ist ein Druckverfahren, bei dem die Farbe durch ein feinmaschiges Sieb hindurch gedruckt wird. Und man kann die Farbe eben auf alle Materialien, die man sich nur vorstellen kann, auftragen. Wir haben hier zwei große Drucktische, an denen größere Formate bis 90 x 1,30 m gedruckt werden können. Der eine Tisch ist ein Parallelhubtisch, der andere ein Winkelhubtisch. Der erste Tisch ist ganz nützlich, wenn man zum Beispiel Farbverläufe druckt, dadurch, dass er auch mit Magneten ausgestattet ist. Neben den beiden Tischen haben wir noch ein sechsfarbiges Siebdruckkarussell, an dem zu einem die Kurse stattfinden können oder eben auch Textilien bedruckt werden können. Wenn das nicht reicht, dann ist die Werkstatt so ausgestattet, dass wir tatsächlich alles zur Seite schieben können und auch hier direkt auf dem Boden größere Formate bedrucken können oder eben mit kleinen Sieben sehr stempelartig arbeiten und agieren können. Dann gibt es, wenn man jetzt links von mir durch die Tür geht, wäre dann da hinten der Reinigungsbereich, wo man die Siebe reinigen kann. Daneben haben wir einen kleinen Raum, wo Siebe belichtet und beschichtet werden können. Davor als dritter Raum ist dann die Vorbereitung. Das heißt, die Studierenden können da zeichnen bzw. sich auch aufhalten und haben da die Möglichkeit, die Sachen vorzubereiten. Dort steht auch ein Drucker und ein Computer, wo wir eben die digitalen Bilder aufbereiten können. Und hinten gibt es nochmal einen kleinen Raum, wo die Farbe von den Sieben dann abgewaschen werden kann. Es gibt häufig Zusammenarbeit mit dem Fotolabor, mit den anderen Druckgrafikwerkstätten oder auch mit dem Digitaldruck. Ja, dadurch, dass der Siebdruck eben auf alle Materialien draufgebracht werden kann und dann anschließend auch noch gefaltet, geschnitten oder sonst was damit auch passieren kann, ergeben sich eigentlich ganz viele Möglichkeiten. In der Werkstatt geht es eher darum, dass die Studierenden selbst arbeiten, selbst diesen Prozess, in den Prozess einsteigen, selbst das Arbeiten erfahren. Vielleicht auch manchmal aus den Fehlern was völlig anderes zu machen, als das, was es ursprünglich geplant war. Die Voraussetzung für das Arbeiten in der Werkstatt, für das selbstständige Arbeiten in der Werkstatt, sind die Einführungskurse, in denen ein Grundwissen vermittelt wird. Da werden die Studierenden quasi in die Geräte eingewiesen, in die einzelnen Prozesse, in die Siebvorbereitung, Vorlagenvorbereitung und auch in das Drucken. Und das bildet quasi die Grundlage, um hier anschließend arbeiten zu können. Tendenziell können hier 5, 6, 7 Studierende gleichzeitig arbeiten. Da wir in den Kursen von Grund auf alle Arbeitsprozesse durchlaufen, also wir entschichten die Siebe, bereiten die Vorlagen vor und drucken dann, haben die Studierenden natürlich, also die sind immer bei den eigenen Interessen, lernen eine Technik, setzen aber das um, was sie interessiert. So jeder Student, jede Studentin, die dann hier arbeiten, arbeiten natürlich an einem eigenen, an einem eigenen Bild. Es ist gar nicht der Siebdruck, der mich vielleicht so dolle fasziniert, sondern vielmehr das Zusammentreffen mit den unterschiedlichen Leuten und den unterschiedlichen Projekten, die umgesetzt werden können. Die Vielseitigkeit des Mediums, die Möglichkeiten, die geboten werden. Das Drucken auf unterschiedlichen Materialien. Ja, jedes Projekt ist irgendwo anders. Also es geht nicht nur um den Farbauftrag auf immer das gleiche Medium. Es ist sehr vielschichtig. Das wäre auch das, was mich den Siebdruck ausmacht.